Kennst du das Gefühl, als würde es dir die Luft zuschnüren? Das Gefühl, als hättest du ein schweres Gewicht auf deinem Brustkasten oder als hättest du ein Kloß im Magen? Immer dann, ja, ist es wahrscheinlich die Angst. Wenn wir Angst haben, so sollte die Information schneller verarbeitet werden, damit unser Überleben gesichert wäre. Das ist evolutionsbedingt. Immer dann, wenn wir Angst hatten, mussten wir natürlich springen oder kämpfen oder resignieren. Immer dann darf die Information nicht mehr über die Vernunft verlaufen, weil das zu lange dauern würde. Dass unser Gehirn jetzt gerade nicht mehr vernünftig denkt, das kriegen wir eben mit. Der Körper kommuniziert dir immer dann, hey, du kannst jetzt gerade nicht mehr vernünftig denken. Also sollten wir in genau denen Momenten eine Technik haben, mithilfe dieser Technik wir wieder zurück in die Vernunft kommen. Und wie machst du das? Mit Fokussierung. Ich bringe dir jetzt bei, wie du immer dann, wenn du Angst hast oder bestenfalls bevor du noch Angst hast, wenn du spürst, dass sich eine Angst anbahnen könnte, dass du dann eben in diese höhere Energie kommst, dich aus der Angst rausnimmst und in einem Überbewusstsein bist. Setz dich also so hin, dass du für einen kurzen Moment deine Augen schließen kannst, damit ich dir diese Übung beibringen kann. Bist du bereit? Dann atme ganz tief ein, halte die Luft an, schließ die Augen und atme aus. Stell dir vor, mit geschlossenen Augen, du bist hier auf der Erde, in deinen Verstrickungen, in deinen Emotionen. Und du nimmst dich jetzt aus diesen Verstrickungen, aus diesen Emotionen raus. Du begibst dich auf Höhe der Wolken, gehst wie aus deinem Körper heraus, nur in deine Vorstellung, gehst wie auf die Höhe von Wolken, schaust auf Wolkenhöhe herunter auf die Erde und gehst noch höher, durch die Atmosphäre, die Stratosphäre raus ins Weltall und gehst direkt zum Mond. Du bleibst beim Mond. Der Mond, der urteilt nicht, der ist einfach. Der Mond, der kreist wunderschön geschmeidig um die Erde, immer und immer wieder. Fokussiere nur diesen Mond. Denke an nichts anderes. Denke bloß an den Mond. Der Mond ist ein treuer Begleiter. Ohne dieser das Leben auf der Erde nicht möglich wäre. Doch der Mond, der urteilt nicht. Der ist einfach. Er begleitet. Schau dem Mond zu. Und immer dann, wenn deine Gedanken wieder abschweifen, bleibst du beim Mond. Du gehst immer wieder zurück zum Mond. Denke an den Mond. Denke an den Mond. Bleibe nur beim Mond. Denke an nichts anderes. Denke nur an den Mond. Du nimmst dich aus all dem Erlebten raus. Bist auf der Ebene des Mondes, bist in deiner Ruhe, fernab von der Angst, fernab von all den Verstrickungen, bei dir, nur bei dir und fokussierst den Mond. Bleib beim Mond. Sehr gut. Mit dieser einfachen Übung rauszugehen
auf die Höhe des Mondes und einfach nur den Mond zu fokussieren, nur beim Mond zu bleiben und immer dann, wenn deine Gedanken wieder in die Beurteilung gehen, gleich wieder zurück zum Mond zu gehen, immer wieder gleich eine Schlaufe zurückzumachen zum Mond. Mit dieser Übung trainierst du dein Gehirn darin, fokussiert zu bleiben und nicht in die Beurteilung zu gehen, nicht zu sehr in die Angst zu gehen, sondern bei dir zu bleiben. Fernab von der Angst, fernab von unangenehmen Emotionen. Mit dieser tiefen Ruhe kommst du zurück in deinen Körper, öffnest deine Augen und genießt diese Erkenntnis, dass ein Teil deines Geistes immer noch in dieser wertefreien, leichten und aus der Angst herausgenommenen Energie bleiben kann. Mein Name ist Gabriel Palacios und wenn diese Übung in dir jetzt schon was bewegt hat, dann wende sie wieder an, denn durch die Wiederholung kann die Intensität nur noch stärker werden. Bleibe angstfrei.